Moin moin meine Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play hier bei Because Gaming is Fun. Und zwar Tai, der tasmanische Tiger 2, die Boomerang Gang. Ja, das klingt jetzt gerade im ersten Moment vielleicht ein bisschen sehr trashig und so what the fuck like, aber für mich ist das ein Nostalgie-Schock, Leute. Tai, der tasmanische Tiger 2 ist ein Spiel, das ich damals auf der GameCube liebend gerne gespielt habe. Es war ein Open-World-Action-Adventure, wo du halt diesen Tai spielst, einen tasmanischen Tiger, es spielt in Australien. Du rennst mit deinen Boomerangs rum, machst alles platt, worauf du Bock hast, sammelst neue Boomerange. Und ja, dieses Spiel möchte ich euch gerne näher bringen. Von daher gehen wir einfach mal rein ins Spiel und ich zeig's euch einfach mal. Wenn wir mit der Ladesequenz durch sind, jetzt. Halt durch, Tai. Ich weiß eine Abkürzung. Hoffentlich hat Ranger Ken unsere Nachricht gekriegt. Mal den tasmanischen Teufel nicht an die Wand. Sagtest du nicht, dass hier ist eine Abkürzung? Ist es auch. Wow! Okay, Leute. Tut mir leid, dass das so laut war. Holy shit. Hey, du hast dir ganz schön Zeit gelassen. Das kleine Städtchen Karabong wird angegriffen. Ich frag mich, wer sowas macht. Verstärke die örtlichen Sicherheitskräfte. Alter Vater. Einer ihrer Jungs. Warte mal. Option. Wieso kann ich nicht in die Soundeinstellung? Ich will in die Soundeinstellung. Oh, warte mal, ich muss mal ganz kurz was machen. Ah, ne, ich bin sitzt in der alten Kaserne fest. Oh, da draußen ist die Hölle los. Kragenechsen haben den nördlichen Fluss überquert. Sly, Shazza, ich brauche eure Hilfe. Verlass dich auf uns. Wenn wir dieser Straße folgen, kommen wir zur alten Kaserne. Okay, gehen wir. Ja, komm, jetzt lass mich bitte ins Game. Und lass mich unbedingt die... Alter Vater, war das laut, liebe Leute. Es tut mir sehr leid. Ja. Tai, der tasmanische Tiger. Ihr seht, wir sind hier. Kleiner tasmanischer Tiger. Haben hier eine Open World. Können hier mit unseren Boomerängen rumwerfen. Da draußen ist die Hölle los. Und ich würde sagen, wir laufen mal los. Okay, es geht erstmal los mit einer Menge Bum-Bum. Also Leute, ihr müsst euch nicht wundern, es ist ein Game für Kinder. Aber wie gesagt, es hat halt Erinnerungen geweckt. Da wollte ich unbedingt nochmal wieder reingucken. Wir sammeln hier schön die Opale ein. Ich muss, glaube ich, die Maus-Sensitivity noch ein Stück hochstellen. Das ist nämlich gerade gar nicht mal so geil. So. Tastatur und Maus. Maus-Empfindlichkeit stellen wir noch ein Stück hoch. Sound. Tatsächlich machen wir den SFX noch ein Ticken leiser. Ich glaube, das ist deutlich angenehmer. So, alles hier platt machen, dass unsere Kollegen hier das Feuer löschen können und wir durchkommen. Das war die letzte Echse, Zuckerschnute. Das Feuer ist aus. Gehen wir. Ja, das Spiel hat tatsächlich auch einen ganz witzigen Humor. Es ist halt so typisch australisch, der Humor. Ich weiß, es gibt auch Teil des tasmanischen Tiger Teil 1, aber den habe ich damals nie gespielt. Von daher, da ist das Feeling bei mir nicht da. Von daher habe ich mich entschieden, komm, wir spielen direkt den zweiten Teil. Okay, wenn wir mal was treffen würden hier. Aua, ja, in den Lavastrom sollten wir vielleicht nicht unbedingt reinlaufen. So, wie kommen wir denn da jetzt oben ran an das Mistviech? So zum Beispiel, sehr gut. Da kommen wir weiter, haben wir aufgeräumt. Hier sehen wir auch schon unseren Widersacher, Professor Kass oder sowas heißt der. Überlass sie mir. Ach so, da springt man mal eben auf den Kopf. Alter Vater, ey. Und das ist halt hier so ein bisschen Jump'n'Run, Action-Adventure-like. Mit einem witzigen Humor. Macht Spaß, das Spiel. Und darum dachte ich mir, komm.
Ich hab mal wieder Bock auf ein LP. Ich hab ja für kommendes Jahr noch was anderes geplant. Von da könnt ihr euch da überraschen lassen. Zuckerschnute, wir müssen auf die andere Seite der Brücke. Siehst du den Kampfbahnjip? Vielleicht kannst du mit seiner Hilfe die Trümmer von der Straße schaffen. Okay. Dann gucken wir mal, ob wir das schaffen. Erstmal räumen wir hier auf, denn wir wollen ja die ganzen Opale einsammeln. Das ist die Währung in diesem Spiel. So, erstmal ein bisschen aufgeräumt hier. Okay, da sind noch zwei Kragenechsen. Julius Datenblatt Nummer 820. Der Kampf-Bungee. WASD bewegen, springt, Taste leer. Werfen-Taste, linke Maustaste, drücke die Beißen-Taste, wenn die Kraftanzeige voll ist, aber nicht Schmetterangriff. Okay. Ja, Mann. Jetzt natürlich erstmal zu Beginn des Spiels kommen erstmal die richtig fetten Features. Der Mann soll ja auch gehypt werden auf das Spiel. Wir müssen weiter. Die alte Kaserne so, wir kloppen uns hier mal ein bisschen durch. Wir müssen es bis zur alten Kaserne schaffen. Es ist nicht mehr weit. Ich bin auf dem Weg, Kollegen. Wir kloppen uns hier ein wenig durch. Also man muss jetzt vermutlich keinen übermäßig schwierigen Schwierigkeitsgrad von diesem Spiel erwarten. Wie gesagt, es ist ja doch für Kinder angedacht. Na komm. Hallo. Na komm, haben wir sie so platt. Und weiter geht's. Aber wie gesagt, es ist halt ein Spiel aus meiner Kindheit. Ich habe es damals echt gerne gespielt. Und als ich dann gesehen habe, dass es vor kurzem bei Steam released wurde, da dachte ich mir, komm, das musst du wieder spielen. Alter Schwede. Mach dir um mich keine Sorgen. In der alten Kaserne steht ein Mördermörser. Genau den brauchen wir, um die Bodentruppen vor den Dämonenfluffies zu schützen. Unterwegs. Dämonenfluffies. Du bist ein Ass. Ja, das ist schon hart emotional hier. So, wir müssen erstmal hier ein bisschen aufräumen, denke ich. Ach, guck mal, da sollen wir rein. Dann gehen wir doch mal hier rein. Und räumen hier auch mal richtig auf. Siehst du, Leute, so müssen Intro-Missionen sein. Ey, richtig, haut drauf. Effektfeuerwerk, Wiederwählen. Maus zielen, linke Maustaste feuern. W und S zoomen. Alles klar, jetzt kommt's richtig, Digga, hier. Oh, okay. Wir müssen höher ziehen. Spammen, was das Zeug hält. Und ich finde halt dafür, dass es halt schon ein Spiel aus 2004 oder sowas ist, sieht es halt gar nicht mal so bad aus. Landungsschiffe sind hinter mir. Wo siehst du Landungsschiffe, Schätzchen? Ich sehe halt überhaupt nichts. Da oben ist was. Ja, weich halt noch mehr aus. Okay. Ach so, da kommen noch mehr. Das reicht ja noch nicht, was wir hier haben. Gut, ich finde die Musik ein bisschen unpassend, muss ich gestehen. Aber meine Güte, da gibt es Schlimmeres. Alter, die Mausempfindlichkeit ist ja echt zum Vergessen. So, Luftschiff Nummer 1 ausgeschaltet. Nummer 2. Und Nummer 3 auch. Wir räumen auf, liebe Freunde. Oh, aber hier ist noch ein Gegner. Oh, ich komme nicht hinterher mit der Maus.
Uiuiui, hier wird nochmal ordentlich aufgefahren an Gegnern. Aber das lassen wir uns. Na komm. Ich sehe nix. Ich sehe halt echt nix. Mit einem ordentlichen Bombardement. Die Dämonen-Fluffys werden erledigt, Zuckerschnute. Alles klar, die Landungsstelle brauchen wir überhaupt nicht kaputt machen. Ach, die Olle, die, an die erinnere ich mich tatsächlich noch. Das Tor führt zum alten Gefängnis. In dem Chef Cass seine Strafe absitzt. Das war ein Ablenkungsmanöver. Cass will ausbrechen. Nicht, wenn ich's verhindern kann. Ich kümmere mich um sie, Schatz. Ja, wie gesagt, Chef Cass hier, der große Widersacher im Spiel. Hey du! Sieh an, sieh an. Die kleine orangene Ratte will mit mir spielen. Ich weiß, was du vorhast. Damit kommst du nicht durch. Was du nicht sagst. Ja gut. Aber so viel Polente wie hier ist, da können sie doch wohl unmöglich durchkommen. Oh Gott. Okay, scheiß auf die Opale, wir müssen durch. Zu ihr. Mädel, warum kannst du so schnell laufen? Du bist schlimmer als die Pest. Jo, das ist mal eine nette Begrüßung. Bleib sofort stehen! Ich wollte gerade sagen. Warum kann die so schnell laufen? Und ja, okay. Cutscene. Hey Fluffy! Du bist ja immer noch da. Ich werde nicht zulassen, dass du Cass befreist. Ach, und wo ist deine Armee? Ich brauche keine Armee. Deinen Optimismus in Ehren. Oha. Jungs, guten Appetit. Alles klar. Ja, schade, der Powerschlag war ein bisschen wasted. Na gut, es ist halt wirklich recht casual, wie man hier fightet. Vielleicht liegt das jetzt auch an der angenehmen Maus-Tastatursteuerung. Aber früher auf dem GameCube war das, glaube ich, tatsächlich sogar fordernder. So, easy. Hey, Kumpel, brauchst du Hilfe? Und da werden unsere Kollegen vom Himmel geholt. Mayday, Mayday! Alter, die schmieren aber ordentlich ab. Ah, easy, fangen wir auf. Danke, Kumpel. Ich dachte, das ist das Ende. Ja, dummerweise holt sie jetzt Chef Cass raus. Endlich frei! Nicht, wenn ich's verhindern kann. Chatai, deine armseligen Freunde haben wieder mal alles ruiniert. Hasta la vista, Tai. Adios, Loser. Alles klar. Alles klar. Tai, was ist passiert? Cass ist entkommen. Du hast getan, was du konntest, Zuckerschnute. Ja, Kumpel. Wenn du nicht gewesen wärst, wäre ich jetzt mausetot. Ich war nicht gut genug. Nochmal passiert mir das nicht. Zuckerschnute, Alter. Wir sind schon so eine Zuckerschnute. Und nicht ohne Stolz durchschneide ich hiermit dieses Band und eröffne feierlich die Baramaji Bush Rescue. Yay. Eine
moderne Einrichtung mit Wachturm, Forschungslabor, Flugplatz und integriertem Hauptquartier. Das bist du, Zuckerschnute. Da laufen wir rodern. Gut gemacht, Kumpel. Das wirst du nicht bereuen, Dennis. Mit der Bush Rescue können wir Chef Cass endlich den Marsch blasen. Ganz so einfach ist es nicht, fürchte ich. Wieso nicht? Ich habe gehört, dass Cass sein eigenes Land gegründet hat. Er genießt also diplomatische Immunität. Du meinst, er hat eine immune Kommune? Dieser Mistkerl. Diplomatische was? Als gewählter Vertreter von Cassopolis stehen Chef Cass und seine Diplomaten über dem Gesetz, solange sie Cassopolis offiziell im Ausland vertreten. Sie dürfen also falsch parken, fremde Briefe öffnen und die Sau rauslassen. Und Bluey kann nichts gegen Cass machen. Deshalb ist es so wichtig, dass wir seine Pläne aufdecken und ihn auf frischer Tat ertappen. Oh, da gibt's schon den ersten Notfall. Wenn das so ist, was stehen wir da noch hier rum? Es gibt viel zu tun. Ja, liebe Leute, das sehen wir, was unser erster Auftrag ist. Der Stadtrat hat sich über die Krokodile in der Kanalisation beschwert. Geh zu Ranger Ken und kümmere dich um die Sache. Na, alles klar. So. Okay. Digital Assistant. Der Digital Assistant ist ein Computer, den alle Mitglieder der Boomerang Gang bei sich tragen. Er enthält unter anderem Informationen über deine aktuellen Rettungseinsätze. Drücke Escape, um den Digital Assistant zu aktivieren. Da haben wir ihn. Hier haben wir ein paar Shops offensichtlich. Hier haben wir Missionen. Und direkt neben uns wartet sogar eine Mission. Alter, wir haben schon eine ganze Menge Missionen. Es ist ein Open-World-Game. Ich bin mir gerade nicht ganz sicher, ob ich das erwähnt hatte. Aber so ist es auf jeden Fall. Gucken wir mal was. Jo, hi. Ja, du hast die Mission für uns. Du bist eine Kragenechse. Was machst du hier? Wonach sieht's denn aus? Ich arbeite, Kumpel. Nicht alle Echsen sind böse, weißt du? Na schön. Ich bin Sneath und mein Kumpel da drüben heißt Keith. Sneath und Keith. Ich bin der Koch und er der Mechaniker, aber manchmal tauschen wir. Na jedenfalls stecke ich meistens bis zu den Ellbogen in Schmiere. Toll. Außerdem kümmere ich mich um das Trainingsprogramm der Bush Rescue. Wenn du also an deinen Fähigkeiten arbeiten willst, komm zu diesem Schild. Ein Tutorial? Das klingt doch für den Start vielleicht gar nicht so verkehrt. Machen wir mal. Also zu dem Schild ist gemeint. Kamera steuern, drück Analogsticks. Ja, okay. Okay. Erstmal musst du dir einen besseren Überblick über die Gegend verschaffen. Drück dazu den rechten Analogstick. Drücke ihn nach links oder rechts, um die Kamera zu drehen. Natürlich kannst du auch zoomen. Drücke dazu die Richtungstasten oben, unten. Kumpel, wusstest du, dass du den Kamerawinkel ändern kannst? Und zwar im Optionenmenü, wenn du es genau wissen willst. Haben sie das Feature schon eingebaut? Ich erinnere mich noch an die Spiele der 60er Jahre. Damals hat ein einziger Kameramann die Action eingefangen. Oh Gott, ey. So, jetzt müssen wir noch mal ganz kurz gucken. Maus, Kamera steuern. Analogstick links, rechts und Kamera vom Teil herum zu bewegen. Ja, gut. Bild nach oben, unten. Bestimme oben, unten die Entfernung der Kamera. Ah, da können wir tatsächlich rauszoomen, das ist cool. Falls du es noch nicht weißt, Kumpel, mit deinen Beinen kannst du springen. Was? Das ist echt einfach. Drücke die Springentaste, um abzuspringen. Wie Knut, das krasse Känguru von Karumba. Alles klar. Gut, also ab nach da oben zu unseren Dudes. Das war jetzt fast schwierig. Bevor du deine Ranks hattest, hattest du nur eine blendend weiße Kauleiste. Genau. Wenn ich mich erinnere, hattest du verdammt scharfe Beißer. Wie Henry, der heißblütige Hai von Hobart. Alter, willst du ist wissen, los? Wie du deine Beißer benutzt? Drücke die Beißentaste, wenn du neben einer Kiste oder einem Schurken stehst. Klingt einfach. Und wie es der Zufall will, haben wir gerade ein paar Kisten hier. Ach, sowas aber auch. Also los, trainier deine Beißerchen. Ja, dann machen wir das doch mal. Nom, 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 nom. Das war doch lecker. Die nächste Fähigkeit ist total praktisch. Siehst du diese schwebenden Dinger? Das sind Spionageeier.
Na egal, drücke die Beißen-Taste mehrmals hintereinander, wenn du öfter zubeißen möchtest. Wie Billy, der beißwütige Bilby von Buna. Okay. So kannst du dich zu schwer zugänglichen Orten buchstäblich durchbeißen. Warum versuchst du es nicht? Ja, ist in Ordnung. Aber was ist denn los mit euch, Leute? Billy, der beißwütige... Weiß ich nicht, was... Yo, alles klar. Wie geil ist das denn? Wusstest du, dass du diese beiden Ranks als Flügel verwenden kannst? Ja, wusste ich. Da staunst du, was? Bereite sie einfach aus, wenn du über Abgründe gleiten möchtest. Spring einfach mit der Springen-Taste ab und drücke sie in der Luft noch einmal. Ein Kinderspiel. Tja, und schon gleitest du durch die Lüfte wie Glenn, die gleitende Gans von Glenn Iris. Oh, voilà. Abspringen sollte man auch. Hey, komm. Hui! So, was geht hier? Hey, sieh mal, Wasser. Wie eine große Badewanne. Aber vermutlich weißt du nicht, was das ist, stimmt's, Keith? Wow. Komm zum Punkt, Kumpel. Also gut, wir zeigen dir jetzt, wie man schwimmt. Es ist ganz einfach. Drücke im Wasser die Beißen-Taste, um unterzutauchen. Tippe dann die Springtaste an, um zu schwimmen. Gut. Oh, warte mal, was haben wir denn da gesehen? Opale. 25 Stück an der Zahl. Ja, die Steuerung ist fast nicht weird. Aber gut, geschafft ist geschafft. Ja, danke. Aber jetzt wird getaucht. Warte, ich hab doch gerade getaucht. Einfach los und drücke kurz vor dem Wasser die Springen-Taste. Dann drück die Beißen-Taste, um ins Wasser zu hechten. Bald machst du das genauso gut wie Tim, die tauchende tasmanische Taube. Ach so. Ja, ich hab gerade getaucht. Alles es gut. Es gibt ein paar Orte, zu denen du nicht hochspringen kannst. Einige dieser Orte erreichst du aber über Kletterpflanzen oder Leitern. Wie hier zum Beispiel. Geh einfach darauf zu, um hinaufzuklettern. Und das ist schwierig. Einfach was? Wenn du runter willst, drück einfach die Springen-Taste. Du kletterst fast so gut wie Billy, der bergsteigende Biber. Der wohnt in Brisbane. Oh. So ein bisschen fertig macht mich das ja schon, ne? Alles klar. Kletterass. Siehst du das Ziel da oben? Ja. Wenn du die Schauen-Taste gedrückt hältst, wechselst du in den Rangmodus. In diesem Modus kannst du mit deinem Rang besser zielen. Warum versuchst du es nicht mal? Was ist denn die Schauen-Taste? Mittlere Maustaste. Ich muss die gedrückt lassen. Ist das dein Kack ernst? Ach du Scheiße! Kann ich das umschalten? Tastenbelegung. Boah, die hätte ich gerne auf. Warte mal, was haben wir noch nicht belegt? E und Q sind nicht belegt. Das ist gut. Dann legen wir die mal auf Q. Ja, das ist deutlich angenehmer. Deutlich angenehmer. Pass auf, Kumpel. Da vorne geht's ziemlich steil runter. Du okay. Weißt doch noch, wie du über Abgründe gleiten kannst, oder? Solltest du mal von einer Klippe stürzen, kannst du in aller Ruhe nach unten gleiten. Ja, Kumpel. Worauf wartest du noch? Spring runter und versuch's. Okay. Hui. Jetzt zeige ich dir was im Kampf gegen Kess-Leute ziemlich praktisch sein könnte. Na dann. Was denn? Die Fähigkeit, einen Gegner anzuvisieren und mit deinen Rangs zu traktieren. Oh. Wenn du einen der bösen Jungs siehst, drücke die Zielerfassungstaste. Solange du die Taste drückst, behältst du deinen Gegner im Auge. Wenn du jetzt einen Rang wirfst, fliegt er genau auf deinen Gegner zu, egal in welche Richtung du läufst. Mit diesem Typen kannst du üben. F2? Was ist denn los mit euch? Durfte ich nicht beißen. Naja, gut. Siehst du diese Geländer? Tja, wenn du auf die drauf springst, kannst du eine Runde grinden. Grinden sind wir hier beim Skateboarden, oder was?
Los, versuch's mal. Jo. Alles klar. Hat ja mal richtig Stil, Alter. Woohoo! Gut gemacht. Du kennst jetzt alle geheimen Tricks der Bush Rescue. Geil. Ich habe einen interessanten Job für dich, Kumpel. Julius braucht dich. Du sollst auf dem Trainingsgelände von Gunner Gunner seine neueste Erfindung testen. Ich weiß noch nicht, ob ich das will. Aber okay. Tutorial haben wir damit abgeschlossen, offensichtlich. Ich glaube, hier vorne haben wir Julius, wenn ich mich jetzt gerade nicht irre. Ich würde sagen, zum Abschluss der Folge gucken wir nochmal hier oben hin, einmal. Hier haben wir bestimmt eine schöne Aussicht. Cass Currawong Capriole. Dank Augenzeugenberichten waren wir in der Lage, die Ereignisse von Boss Cass Ausbruch auf dem Gefängnis von Currawong zu rekonstruieren. Ich schlage vor, dass du meine Simulation benutzt, um dich mit deinen neuen Rängen vertraut zu machen. Bist du... Nein. Ich glaube, hier können wir die Mission nochmal spielen und das wollen wir jetzt gerade nicht. Warte, war hier oben? Habe ich da oben gerade was eingesetzt? Hoppala! Da oben war was. Was war das? Oh, ich komme da nicht rauf. Warum nicht? Okay, aber wir können trotzdem alles ein... Oh, lol. Oder man nimmt einfach die Leiter, um da ganz hoch zu kommen. Ist das euer Scheißernst? Ja, neues Spiel, neue Steuerung. Ich bin Premium, gut. So. Oh, guck mal. Was bist du für einer? Okay, wir müssen den offensichtlich beißen. Okay, wir sehen hier noch diverse Dinge. Aber ich würde sagen, die schauen wir uns mal in der nächsten Folge an. Liebe Leute, ich hoffe, ihr habt Bock auf The Tasmanian Tiger 2 Bush Rescue. Und ich würde mich freuen, wenn ihr auch nächstes Mal wieder dabei seid. Da erforschen wir hier das Trainingslager mal ein bisschen. Und danach gucken wir mal in die Stadt, die da hinter dem Tunnel liegt. Wie gesagt, vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal, Leute. Haut rein. Ciao, ciao.